Herzlich willkommen, Leute, zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Und ja, guck mal, also nur mal kurz, guck mal auf den Schatten des Luftschiffs. Der sieht ein bisschen komisch aus, oder? Aber jetzt weiter. Willkommen zurück zum Spiel. Was mich im letzten Part irgendwie getriggert hat. Und dann noch mein Aufnahmeprogramm komplett am Eskalieren ist mit... Ach, ich habe keine Ahnung. Aber das Beste ist, ich kann es sehr schnell einstellen. Also ich weiß, wie ich das Problem in Hand und ja, ganz schnell lösen kann. Und dieses kenne ich doch, oder? Ja, Morten, nee. Wendy, stimmt, Wendy war das. Aber nicht so viele. Ich will nicht zerstachelt werden. Bitte, verschont mich. Alles, ihr könnt alles machen, aber bitte verschont mich. Also ihr könnt wirklich alles machen, aber ich will nicht zerstückt werden oder zerpresst oder so. Alter, ist das der Horror. Und die Shortcut, die gibt's ja auch noch. Die zeige ich euch am Ende. Oder was es da oben ist. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Starcoin ist oder ob das notwendig. Alter. Was sind das eigentlich für dicke Oschis? Oder besser gesagt, was sind das für Stacheln sollen? Warte mal, hier unten gibt's doch was, oder? Hey, komm, hier unten muss das geben. Weil sonst würden die ja auch keinen Schlossrahmen rummachen. Okay. Doch nicht gehört, weil sonst. Ja. Nein. Ja. Leck mich. Ach Gott, jetzt habe ich das Starcoin komplett verpasst. Ich bin ja komplett woanders gesprungen. Gibt es vielleicht einen Quellerpilz? Nee. Okay, das war einfach. Ich dachte, er wäre mehr stacheln sollen. Ja, moin, leck mich jetzt nur noch. Die Folge wird heißen Ludwigs Stachelluftschloss oder Luftschloss oder so. Ludwigs Schloss im Himmel. Ludwigs Stacheln sollen Schloss im Himmel. Oder auch Wolken. Irgendwas so eine Art. Ihr wollt mich verarschen. Und jetzt meine Frage, wo ich eigentlich... Ach komm schon, jetzt habe ich sie verpasst. Ja, komm schon, leck mich. Wetten, die ist hier. Ja. Ah, toll. Okay, aber ich habe alles. Und dieses Level ist so ein bisschen... Keine Ahnung, ob die Entwickler hier ihren Frust rausgelassen haben. Denn das könnte sehr gut passen. Oder nicht? Findet ihr? Du Dreckiger! Nein! Es gibt kein Power-Up. Ich denke 7 Tode? 8 Tode? Scheiße. Genau! Ja, genau noch auf diesem Boden. Ach komm schon, Ludwig kann mich mal. Der kann fliegen, wie wir in der Burg gesehen haben.
Oh komm, nee, jetzt habe ich wirklich die Schnauze voll von Ludwig. Der ist doch eh schon overpowered. Und wie soll ich da eigentlich hinkommen? Jetzt mal, ui. Ich will einfach nichts mehr sagen. Ludwig ist einfach ein absoluter Penner, den ich vielleicht besiegen kann. Oh mein Gott. Ein hartes Duell und ein würdiges Duell. Ich als Kleiner und Ludwig, du kannst mich mal. Ich hab gewonnen. Ich hab dich sowas von zerstört. Also, sorry Leute, aber es müsste gerade sein, diesen Diss oder so, keine Ahnung. Aber ich hab Ludwig gerade richtig zerstört. Und die anderen Kuperlinge haben mehr drauf gehabt als er. Obwohl er eigentlich das schwierigste Battle Stage hat. Dort alle Sternmünzen in Welt 7. Cool. Sehr cool. Oh, Kamek. Sehr cool. Bam, 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 bam. Oh, das ist doch mal eine geile Welt, oder? Oh, das. Was? Ein Wasserlevel, was? Oh. Ich glaube, hier gibt es einen Secret Exit. Stimmt. Egal. Welt 8.1. Es wird immer wärmer zu Bowser. Ach komm schon, weißt du was? Spiel, du kannst mich jetzt schon wieder komplett weggehen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Meteoriten. Ich glaube, Lava-Welt ist nicht meins mit Meteoriten und so. Könnt gerne Knochenbahnen machen und so alles. Aber bitte keine Meteoriten. Oh, aber das ist ein cooles Detail. Dass sie von hinten rauskommen. Von dem Vulkan auch, wirklich. Und ich habe keine Starcoin, das ist immer noch ein bisschen blöd. Und dieser Nebel, der kommt immer näher. Hier ist ja nichts. Wo ist die Starcoins? Oh, ich habe nichts gesagt. Hier ist die. Diese Mucke ist aber dafür cool. Nur. Ach so. Ich glaube, hier kommt man gar nicht hoch, oder? Doch, doch. Wirklich? Okay. Aber ich glaube, es hat nicht so viel Sinn. Und gibt es überhaupt ein Power-Up? Also, noch besser als Blume, Pilz, ja. Das ist sehr freundlich, Nintendo. Und ich ahne jetzt irgendwas Schlimmes. Aber irgendwie ist das viel einfacher als im New Super Mario Bros. U Deluxe. Oder empfinde ich nur anders oder so? Denn es ist schon eine Weile her, dass ich glaube ich, oder? Nee, das ist. Ja. Das ist das zweite Projekt, was ich nach eben aufnehme. Oh mein Gott, ich habe gerade so Glück, dass ich den Panzer da noch gemacht habe. Sonst wäre es übel. Alter, was geht, Mario? Läuft. Wir haben auch gerade 10 Minuten. Respekt. Respekt. Ich mag diese Mucke irgendwie auch ein bisschen so. Nee. Nicht so in der Art so. Bam, bam, bam. Und jetzt geht's schon wieder mit Meteoriten. Nee, nee.
Oh mein Gott, kein Meteoriten-Level. Danke. Oh ne, dafür ein Lava. Ne. Ein Untergrundslevel. Ein Untergrundslevel. Meine Frage ist eigentlich nur. Aber das war ein schöner Anblick. Ein schöner Anblick. Woher kommen eigentlich die Stachelkugeln? Oh, und die brauchen mehr Hits. Oh. Also irgendwas ist hier doch komisch, oder? Dass ich schon so weit bin. Irgendwie empfinde ich für die Lava-Welt ein bisschen anders als die Wolkenwelt. Normal sollte die ja richtig schwer sein, aber es fühlt sich nicht so an. Und wenn das nicht bei der Secret Exit ist, oder? Nein? Oh. Denn ich weiß, dass es hier ein Secret Exit gibt, deswegen. Aber anscheinend ist das da nicht. Oh Gott, du Scheiße. Ey, komm schon, da ist doch noch irgendwas unten. Aber, hä? Ach, man sieht doch, dass da unten noch irgendwas ist. Aber irgendwie bezweifle ich, dass es doch hier ist. Doch? Hm. Ach so, Secret Exit. Ach. Meine Frage ist... Ich dachte, hier wäre vielleicht eine Starcoin. Alter. Irgendwie ahne ich. Gibt's hier... Wenn hier eine Starcoin gibt, ich... Nee, okay. Aber es ist ein bisschen blöd, hier gegen anzukämpfen. Und das ist jetzt wirklich dreckig gewesen. Es war am Ende noch Gumbas raus. Was läuft? Immer Fahnenstange. Ja, okay, dann machen wir noch den normalen Exit und die Starcoin. Dann ist das ein perfekter Abschluss für die Folge, finde ich. Und das führt jetzt bestimmt zu einer Knochenbahn, weil wir hatten noch keine einzelne Knochenbahn. Das muss ein Knochenbahn-Level sein. Das sieht zwar vielleicht nicht so aus, aber wir hatten keins, oder? Also ich kann mich jetzt an keins erinnern. Und eigentlich darf sowas in Mario nicht fehlen. So ein Knochenbahn-Level. Also bin ich jetzt der Meinung. So ein schweres Knochenbahn-Level. Ist doch mal cool. Und da ich ja eh schon alles weiß, kann ich hier eh durchwaschen, also. Oder einfach nur treffen lassen und mich dumm anstellen. Das geht natürlich auch. Dafür bin ich auch bekannt. Und wenn ich jetzt ein Volldepp bin, kann ich nicht mal die Münzen einsammeln. Okay, so ein Depp bin ich doch nicht. Das heißt, wir sind ja schon bald durch mit der ganzen Welt. Nicht mehr lange und wir sind bald durch. Ach du Jemine. Ey, danke Stachelkugel. Danke. Beste Stachelkugel der Welt. Warte mal, wir haben 16 Minuten. Nee, nicht mal. Wir haben 14 Minuten, oder?
Ne, wir haben jetzt 15 Minuten. Na gut, machen wir noch das Level. Weil 15 Minuten will ich den Part nicht lassen. Und ich hätte doch lieber aufhören sollen. Ich hätte aufhören sollen. Ich hätte aufhören sollen. Wieso bin ich auch immer so dumm und mache das Level? Ich bin dumm. Ich hätte einfach den Part aufhören sollen. Aber nee, ich muss ja wieder denken. Ja komm, das Level schaffen wir noch. Das ist doch easy. Und dann 10 Sekunden nachher tot. Okay, aber es geht jetzt. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Irgendwie denke ich, dass wir irgendwo in einen Raum müssen, wo wir mit Lava hantieren. Ey, das ist doch fast unmöglich, oder nicht? Meine Frage ist, wie soll man da ganz schnell hochkommen? Also, es ist zwar möglich, aber es ist eigentlich auch super knapp. Und das ist eigentlich auch fast unmöglich. Na? Okay, wenn man von hinten kann, dann ist es einfach. Mario, ich habe keine Ahnung, aber du bist nur noch ein Irrer. Du bist wirklich der. Nein, Feierschams, geht weg mit diesen Scheißviechern. Wenn ich die brauche, ich töte sie. Ich töte Feuerschams. Ich hasse diese Gegner abgrundtief. Wenn ihr Part 4 verpasst habt, dann. Ja, dann wisst ihr nicht warum, aber wenn ihr den geguckt habt, oder war das Part 5? Ich weiß es. Meine Frage ist eigentlich, wie komme ich hier eigentlich voran? Das ist total scheiße. Ich bin fertig mit den Nerven. Nein, das habt ihr mir jetzt nicht angetan, oder? Das habt ihr mir jetzt bitte nicht angetan. Alter, ich heule gleich. Ich heule gleich richtig. Also so enttäuscht zu werden von Nintendo oder von der Wii-Verbindung, das ist bitter als in Mario Kart 10-mal hintereinander zu verlieren. Das war doch die beste Runde, die ich gerade hatte. Sogar wirklich die beste, die ich hatte. Doch dann denkt sich bestimmt das Spiel. Nee, komm. Nee. Bei ihnen läuft so gut. Wir dürfen das ihnen nicht machen. Das gilt bei ihnen nicht. Genau das haben die gedacht. Bestimmt das haben sie gedacht. Ja, jetzt ist alles. Jetzt ist alles hinüber. Ja, ach, leck mich. Jetzt darf ich hier wieder so lange warten. Oh. Oh. Aber es kommt. Alter, hau ab mit diesem Scheißvieh. Okay. Geschafft. Ich glaube, Nintendo wollte einfach, oder das Spiel wollte, dass ich den Partner nicht beende, oder? Ach, weißt du was? Scheiß auf die Fahnenstange. Okay, Leute. Aber ich höre jetzt lieber auf, bevor ich gleich noch.
Ja, komplett sterbe. Aber mein Fazit jetzt erstmal zu der, also bisher, was ich erlebt habe, ist eigentlich die Lava-Welt sogar einfacher als siebte, achte oder so. Siebte, sechste, fünfte, vierte, habe ich das Gefühl. Also Leute, wir sehen uns. Ciao, ciao!